Eine Milliarde Menschen auf der Welt haben eine Behinderung. Das sind ungefähr 15% der Gesamtbevölkerung. Also schon eine ganze Menge Leute. Aber wie lebt es sich eigentlich mit einer Behinderung und was ist das überhaupt? Darüber sprechen wir jetzt. Ich bin der Ben und das ist ein Was geht ab Short. Eigentlich beginnen die Probleme schon bei dem Wort behindert. Und wir meinen jetzt nicht die Tatsache, dass das Wort ziemlich oft als Schimpfwort benutzt wird, nicht wirklich angebracht. Schließlich beschreibt es eigentlich einen Menschen, der eingeschränkt ist. Es ist nämlich gar nicht so leicht, das Wort behindert zu definieren. Darin steckt schon ganz schön viel. Im Sozialgesetzbuch steht: Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Aber was bedeutet das überhaupt? Gelte ich schon als behindert, wenn ich eine Brille trage, wenn ich nicht mehr Fußball spielen kann, weil mein Knie kaputt ist oder wenn ich Depri bin? Um es vereinfacht auszudrücken, nein. Diese Dinge gelten eigentlich nicht als Behinderung, denn auch wer eine Brille trägt, kann ja am alltäglichen Leben teilnehmen, weggehen, Autofahren, am Computer tippen. Das Knie ist vielleicht zu kaputt, um damit Fußball zu spielen, aber doch gesund genug, um damit schwimmen zu gehen. Und die Depri-Phase ist vielleicht nur Liebeskummer und geht hoffentlich bald vorüber. Wichtig in der Definition ist die lange Dauer der Einschränkung und der Einfluss auf das soziale Leben. Eine Behinderung ist keine Krankheit. Ob ein Mensch aber tatsächlich als behindert eingestuft werden kann oder nicht, entscheidet das sogenannte Versorgungsamt. Dort kann die behinderte Person einen Antrag stellen. Das Amt prüft dann den Fall. Die Behinderung wird in 10er-Graden von 20 bis 100 angegeben, also 20, 30, 40 und so weiter. Ab einem Grad von 50 gilt der Mensch als schwer behindert. Je nach Grad der Behinderung kann ein Mensch dann Unterstützung bekommen. Natürlich entscheidet das Versorgungsamt das nicht ganz allein. Der Gesetzestext und das Amt basieren auf der Definition der Weltgesundheitsorganisation, abgekürzt WHO. Interessant ist, nur 4% der Menschen in Deutschland haben eine angeborene Behinderung. Die anderen 96% bekommen diese erst im Laufe ihres Lebens, weil sie zum Beispiel einen Unfall haben, ihr Körper sich im Laufe des Lebens abnutzt oder weil bei einer OP etwas schiefgelaufen ist. So wie bei Monika Lierhaus. Die Sportjournalistin ließ sich 2009 am Gehirn operieren. Sie hatte ein Aneurysma. Doch es gab Komplikationen. Lierhaus wurde ins künstliche Koma versetzt. Danach musste sie erst wieder ganz neu laufen und sprechen lernen. Trotzdem hat sie ihren Job relativ schnell wieder aufgenommen und arbeitet heute als Journalistin. Zumindest ein bisschen. Allerdings hat sie in einem Interview gesagt: Ich glaube, ich würde es nicht mehr machen. Und damit meint sie die OP. Dass sie dann heute tot wäre, kommentiert sie so: Egal, dann wäre mir vieles erspart geblieben. Diese kurzen Sätze aus dem eigentlich langen Interview haben eine ziemliche Diskussion ausgelöst. Darüber, wie unsere Gesellschaft mit Behinderten umgeht, wie Behinderte sich selbst sehen und ob man als Behinderter sagen darf, dass man nicht glücklich mit seinem Leben ist. Klar ist, der Umgang mit Behinderungen fällt nicht leicht, immer noch nicht. Und das, obwohl 2006 eine Konvention der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, die Menschen mit Behinderung mehr Rechte zusichert. Auch Deutschland hat diese Vereinbarung unterzeichnet. Sie setzt sich dafür ein, dass behinderte Menschen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben und dass Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden. Erwachsene sollen eine Arbeit haben und jeder soll selbst bestimmen können, wo und wie er oder sie leben will. Und doch gibt es immer wieder diese Geschichten von behinderten Menschen, die 100 Bewerbungen schreiben und doch keine Arbeit finden. Beschwerden von behinderten Menschen, die gerne ins Theater gehen würden, aber ohne Rollstuhlrampe nicht reinkommen, die ihren Zug verpassen, weil es keine Aufzüge gibt, die in der Innenstadt angerempelt und angestarrt werden. Berichte über die Inklusion in Schulen, die nur schleppend anläuft, weil es kein Geld gibt. Kein Geld für Rollstuhlrampen, behindertengerechte Toiletten und Ruheräume. Kein Geld für vernünftige Ausbildung der Lehrer und kein Geld für Sonderpädagogen. Auch Lehramtsstudenten beschweren sich darüber, an der Uni nicht ausreichend auf den Unterricht mit eingeschränkten Kindern vorbereitet zu werden, obwohl die doch ihr ganzes Arbeitsleben vor sich haben. Und doch gibt es auch die guten Geschichten. Zum Beispiel Samuel Koch, der sich als Kandidat bei Wetten, dass so schwer verletzte, dass er heute querschnittsgelähmt ist und trotzdem in seinem Traumberuf als Schauspieler arbeiten kann. Die von der US-Amerikanerin Jamie Brewer, die das Down-Syndrom hat, aber durch ihre Rolle in der Serie American Horror Story bekannt wurde. Im Winter lief sie als erstes Model mit Trisomie 21 über den Laufsteg der New York Fashion Week. Ein weiteres Beispiel ist Wolfgang Schäuble, der seit dem Attentat vor 25 Jahren gelähmt ist und im Rollstuhl sitzt. Als Politiker ist er erfolgreich. Seit 2009 ist Schäuble Finanzminister und eine der wichtigsten Spielfiguren in der ganzen Griechenland-Debatte. Es ist gut, dass es diese guten Geschichten gibt. Leute, die für andere Vorbilder sein können. Es ist gut, dass die UN-Konvention existiert, denn sie weist uns darauf hin, dass unsere Gesellschaft behinderte Menschen noch längst nicht so integriert hat, wie es sein sollte.
Aber es ist auch gut, wenn jeder ehrlich sagen darf, was er fühlt, wenn es ihm oder ihr nicht gut geht, egal ob behindert oder nicht. Hier und hier findet ihr ein Video zum Tag der Behinderten mit Jan vom Kanal So Behindert als Gastmoderator. Und hier geht es um ein Ehepaar, das ein Kind mit Down-Syndrom bei der Leihmutter zurückgelassen hat. Wie seht ihr das? Wie schätzt ihr den Umgang mit Behinderten in unserer Gesellschaft ein? Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Das war's. Ich bin Ben. Au revoir.